Soll ich jetzt noch anfangen, Snowboarden zu lernen? Wie lange dauert es eigentlich, bis ich fahren kann? Und ja, wo soll ich eigentlich hinfahren, damit noch Schnee liegt? Das klären wir jetzt alles hier in diesem Video. Viel Spaß beim Anschauen. Bis gleich. Ihr habt es gerade eben im Intro schon gehört. Lohnt es sich jetzt noch mit dem Snowboarden anzufangen? Meine Meinung, ich sag ja. Weil es ist Februar, Ende Februar, ihr könnt jetzt immer noch in Skigebiete fahren. Ihr müsst halt einfach nur in höher gelegene Skigebiete fahren. Beispielsweise Nebelhorn, Sonnenkopf in Vorarlberg zum Beispiel in Österreich. Und ja, es gibt einen Haufen Skigebiete. Schaut einfach mal bei Bergfex vorbei, informiert euch da oder schaut einfach auf Google mal rum, wo man noch Skifahren oder Snowboarden kann. Und ja, also ich sag, es ist nie zu spät anzufangen, außer es liegt kein Schnee mehr. Ganz klar. Ja, das ist eine Frage, die man sich stellt, ist klar. Bei mir hat es ungefähr einen Tag lang gedauert, aber ich habe schon diese Vorerfahrung auf einem Skateboard. Ich bin knapp 10 Jahre Skateboard gefahren und habe da eben schon diesen Gleichgewichtssinn. Wenn du das noch nicht hast, mach am besten einen Kurs und pass auf dich auf, dass dir nichts passiert. Helm ist sowieso klar. Und ja, vielleicht hast du einen Kumpel oder eine Freundin oder so oder Mama, Papa, irgendjemand, der dir das zeigen kann. Und ja, dranbleiben, dann kann man das ganz schnell lernen. Bei mir, wie gesagt, ein Tag. Vor allem das Fahren lernen geht eigentlich recht schnell. Was mir jetzt nach knapp 10, 12 Mal Fahren aufgefallen ist, der Schnee. Die Schneeverhältnisse kennenlernen, das ist eher so ein Punkt, wo ich sagen würde, ja, das braucht schon seine Erfahrung. Also mal Pulverschnee, mal ist es ein pappiger Schnee, dann ist er irgendwie so richtig sulzig und so. Das fährt sich alles komplett anders. Also geht, wenn ihr wirklich Bock drauf habt und ihr könnt es so langsam häufig, denn umso häufiger man geht, umso einfacher ist es dann im Nachhinein und umso schneller verinnerlicht man das Ganze, meiner Meinung nach. Welche Skigebiete habe ich besucht? Ich war am Nebelhorn, ich war in Gunzesried auf der Schwanger Bergbahnen, ich war am Sonnenkopf in Vorarlberg, ist in Österreich, für die, die es nicht kennen, auch ein mega schönes Skigebiet. Und ja, in Gunzesried war ich, glaube ich, am häufigsten, da mein Neffe dort seinen Skikurs gemacht hat. Und ja, auch ein mega cooles Skigebiet. Eigentlich sind alles coole Skigebiete. Was ich jedoch sagen muss, ist, ich sage jetzt mal, Nebelhorn ist jetzt meiner Meinung nach nicht so Anfänger geeignet. Ich würde da eher das Fellhorn bevorzugen. Das ist nämlich nebendran. Und da war ich auch schon zweimal gewesen dieses Jahr. Und das ist ein richtig, richtig geiles Skigebiet. Also mir hat es super gefallen. Bis Nachmittag, wenn es halt dann ein bisschen sulzig wird. Aber ja, die Pisten sind super. Ich find's schön. Also ein schönes Skigebiet kann ich auf jeden Fall empfehlen. Die Saison ist ja noch nicht vorbei. Aber ich würde jetzt mal Fellhorn sagen. Fellhorn in Oberstdorf oder Nähe Oberstdorf, bei Oberstdorf. Fand ich bis jetzt eins der schönsten Skigebiete. Ja, hat mir bis jetzt am meisten gefallen. Also kann ich euch auf jeden Fall nur ans Herz legen. Fahrt dahin, passt auf euch auf. Ich will hier jetzt auch gar kein Erklärvideo machen, wie jemand zu fahren hat. Dafür gibt es einfach viel zu viele Videos da draußen von ganz, ganz guten YouTubern. Ich kann euch nur ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Und zwar schaut euch Videos an, Tutorials von anderen Snowboardern. Schaut euch allgemein die Videos an von denen. Ich markiere jetzt hier niemanden, weil ihr werdet mit Sicherheit diese Videos finden, die ich auch angeschaut habe. Wenn euch das Ganze interessiert, dann sucht danach, welche Fahrtechniken gibt's. Probiert euch aus, habt einfach Spaß und ja, ihr müsst einfach oft wiederholen, damit ihr einfach den ganzen, ja, damit ihr das einfach verinnerlicht. Und das ist wie beim Autofahren. Früher, ich weiß noch, in der Fahrschule, man weiß nicht, wo gucke ich jetzt als erstes hin. Gaspedal, Bremse, Kupplung, Gang rein, was mache ich jetzt als erstes? Aber irgendwann, beim Snowboarden ist das genau das Gleiche. Irgendwann fängt man an, das zu verinnerlichen und das automatisiert sich alles. Also das kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Schaut, dass ihr so oft wie es geht zum Snowboarden oder zum Skifahren oder wie auch immer kommt. Denn so
verinnerlicht man das am schnellsten. Also, das soll es von mir auch schon gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert gerne den Kanal. Und ja, demnächst werden auch wieder die ein oder anderen Wandervideos kommen. Ich werde es noch ein, zwei, dreimal, viermal zum Snowboarden fahren und dann geht es irgendwann los. Ich habe richtig Bock. Es werden wieder geile Klettersteige gemacht. Es werden richtig geile Gipfeltouren gemacht. Ich habe so coole, ich habe schon richtig coole Sachen im Kopf, wo ich überall hin will. Will jetzt aber noch nicht so viel erzählen. Und genau, meine Bushcraft-Geschichte und so weiter. Ich habe jemanden kennenlernen dürfen und auch durch einen Arbeitskollegen sage ich schon mal vielen Dank, dass du mir die Bekanntschaft da gemacht hast. Ich kann in den Wald gehen und ich darf auch dann offiziell so ein paar kleine Sachen im Wald machen. Also ich darf auch mal offiziell wo schlafen, da werde ich euch dann auch mitnehmen. Aber jetzt hole ich schon wieder viel zu weit aus. Also jetzt geht es erstmal um Snowboarden. Falls du anfangen willst, mach's jetzt, wart nicht so lange. Und ja, wenn du merkst, es macht dir Bock, dann kauf dir einfach Ende der Saison dein Equipment. Leih dir jetzt einfach noch was aus und dann kannst du Ende dieses Jahres richtig, richtig Spaß haben auf der Piste. Also in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Freunde, vielen Dank. Ciao.